Wie oft ist es in unserem Leben so, dass wir vor Herausforderungen gestellt werden und Dinge nicht so laufen, wie wir sie gerne hätten und wir dann im Endeffekt enttäuscht sind von der Welt und so weiter. Und es gibt die einen Menschen, die dann daraus etwas lernen, die quasi die Lehre der Welt, die Lehre des Lebens annehmen und erkennen, dass diese Oberflächlichkeiten, die Äußerlichkeiten eine Illusion sind und gar nichts wirklich damit zu tun haben, wer man wirklich ist. Die erkennen sozusagen die innere Dimension irgendwann von alleine. Und wiederum andere Menschen werden eher verschlossener durch diese Herausforderungen, gehen dann davon aus, dass die Welt schlecht ist, dass andere Menschen nichts Gutes wollen, dass das Leben eine Herausforderung ist und so weiter. Das heißt, die einen Menschen erkennen diese spirituelle Seite, obwohl sie gar nicht wissen, dass es etwas Spirituelles ist. Und im Laufe des Lebens, gerade auch im Laufe des Älterwerdens, deswegen sagt man ja auch oft von älteren Leuten, dass sie weise sind und dass sie den Sinn des Lebens verstanden haben, dass sie durchlässiger werden für das Innerste, weil sie diese äußerlichen Schichten abgestreift haben durch die ganzen Herausforderungen, die ihnen das Leben geboten hat. Und andere Leute, wie gesagt, können sich aufgrund dieses starken äußerlichen Einflusses, den wir heutzutage mehr als je zuvor haben, durch unsere ganzen Medien, durch unseren Konsum, durch das Einprasseln von außen, und andere Menschen können eben dementsprechend deshalb damit gar nichts anfangen und werden eher verschlossener und härter im Alter oder auch schon im Erwachsenenalter. Und das ist eine Sache, die sehr schade ist, weil wir, um jetzt auf ein Zitat zu sprechen zu kommen, wir ziehen nicht das an, was wir wollen, wir ziehen das an, was wir sind. Und um da ein Beispiel zu nennen, wir wollen etwas. Was heißt das, wenn wir etwas wollen? Wir sind nicht im Hier und Jetzt. Wir wollen in der Zukunft irgendwas haben, wir haben eine Erwartung an irgendetwas. Und diese Erwartung führt dazu, dass wir nicht im Moment sind, dass wir unsere Spontaneität verlieren und so weiter. Wenn wir aber schon etwas sind oder so sind, wie wir sind, wir ziehen das an, was wir sind, und das, was wir sind, wollen wir nicht mehr. Das heißt, wenn wir etwas sind, dann sind wir im Hier und Jetzt. Dann haben wir keine Erwartung, sind ergebnisoffen sozusagen. Und diese Ergebnisoffenheit führt dann dazu, dass uns diese Dinge automatisch passieren, dass diese positiven Dinge, wir öffnen uns also für das gesamte Spektrum, das die Welt uns zu bieten hat. Und nicht nur für das, was wir wollen, weil wenn wir etwas Bestimmtes wollen, selbst wenn wir es erreichen, haben wir uns vorher ein Bild im Kopf zusammengeschustert, wie es sein wird. Selbst wenn wir es dann erreichen, wird es nicht so sein. Das heißt, wir werden trotzdem nicht das bekommen, was wir wollen. Das ist ein Paradoxon. Das heißt, es führt in beiden Richtungen nicht zum Erfolg. Wenn wir etwas wollen, wir ziehen das nicht an, was wir wollen, wir ziehen das an, was wir sind. Wenn wir allerdings ergebnisoffen sind, lassen wir die kompletten Einflüsse der Welt auf uns einwirken. Die Welt hat also quasi die Möglichkeit, uns das Positive zu geben, weil wir nicht festgefahren sind, weil wir im Moment leben. Wir können also spontan auf die Dinge reagieren, die auf uns einprasseln. Und dadurch entwickeln wir uns. Dadurch werden wir zu etwas. Aber nicht dadurch, dass wir etwas wollen. Und das ist auch der Punkt, warum die Welt der Lehrer von einem ist. Denn wenn wir nichts mehr wollen, dann hat die Welt, steht der Welt die Lehre offen für uns. Und wir müssen, also der Lehrer, der muss dann nicht mehr sagen, hör auf zu reden oder einmal hier auf die Finger klopfen. Denn wir tun ja nichts mehr, was uns im Endeffekt negativ beeinflussen kann. Wir wollen also nichts mehr. Und somit kann die Welt uns die positiven Dinge des Lebens lehren und muss uns erst nicht auf die Finger klopfen und sagen, Moment mal, ich lehre dich jetzt, guck nicht auf das, was sein könnte, oder auf das, was war, gucke auf das Hier und Jetzt, sei spontan. Nur so entwickelst du dich, nur so bist du eine Bereicherung für die Welt und für dich selbst. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir immer im Auge behalten sollten.
Und wenn uns die Welt dann doch mal einen Rüffel verpasst, weil wir eben doch zu viel wollen oder zu viel in Vergangenheit und Zukunft leben, dann sollten wir es auch als Lehre sehen und nicht als Beweis dafür, dass die Welt doch schlecht ist. Das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.